Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Klimpel bat mich, Ihnen die Möglichkeit zu geben, über den Tellerrand zu gucken, um zu schauen, was abseits der staatlichen Stellen so passiert. Das ist jetzt ein sehr kleiner Teller, in den Sie gucken werden. Nichtsdestotrotz ist es für uns eine große Angelegenheit. Ich werde Ihnen jetzt gleich kurz erzählen, was ist eigentlich so ein Wirtschaftsarchiv, was macht das, worum geht es bei dem Holzmann-Bildarchiv, das ist Thema des Projektes, und was geschieht eigentlich in diesem Digitalisierungsprojekt. Es geht weiter. Die Wirtschaftsarchive ergänzen die staatlichen Stellen und bewahren Teile des nicht behördlichen Schriftguts, und zwar das die Wirtschaft betreffende. Es gibt unterschiedliche Wirtschaftsarchivtypen. Es gibt insbesondere Unternehmensarchive in großen Unternehmen. Es gibt Branchenarchive, wie zum Beispiel das Bergbauarchiv in Bochum. Und es gibt regionale Wirtschaftsarchive seit 1906. In der Satzung des ältesten, des rheinisch-westfälischen Wirtschaftsarchivs zu Köln heißt es, das Wirtschaftsarchiv hat den Zweck, dasjenige handschriftliche und gedruckte Quellenmaterial, welches die Entstehung und Entwicklung des modernen Wirtschaftslebens zu veranschaulichen geeignet ist, zu sammeln, zu ordnen und für die Forschung auf dem Gebiete der Wirtschaftsgeschichte zur Verfügung zu stellen. Herr Hollmann, wir sammeln. Wir müssen auch sammeln, weil nämlich die Wirtschaft den Auftrag nicht hat, gesetzlicherseits ihre Unterlagen länger aufzuheben, als das Handelsgesetzbuch ihnen vorschreibt. Das heißt, alles, was in historische Archive der Wirtschaft kommt, das muss man da absichtlich hin tun. Also wir sagen, kein Dokument kommt aus Versehen oder zufällig ins Archiv. Wir müssen um alles manchmal betteln, häufig kämpfen. Auf jeden Fall müssen wir es sammeln. Dieses Archivgut, das ist privat, das gehört jemandem, es ist nicht eigentlich jedermann zugänglich. Das ist, muss man auch bedenken, wenn man von Wirtschaftsschriftgut spricht. Es gehört nach wie vor den Unternehmen. Nichtsdestotrotz gewähren alle regionalen Wirtschaftsarchive den Zugang zu den Archivalien, als wären sie ein öffentliches Archiv. Es sei denn, der Archivgeber existiert noch und hat eine andere Regelung vorgesehen. Bei Unternehmensarchiven ist das natürlich ganz unterschiedlich. Regionale Wirtschaftsarchive gibt es in nahezu jedem Bundesland. In Nordrhein-Westfalen gibt es gleich zwei. Das Berlin-Brandenburgische Wirtschaftsarchiv hingegen hat sich die Last gleich zweier Bundesländer aufgeladen. Das heißt, es gibt zwei Landesarchivgesetze, es gibt zwei Regierungen, es gibt zwei Parlamente, es gibt alles doppelt, nur die Überlieferung nicht. Was daran liegt, dass Berlin, wie Sie vielleicht wissen, in Stufen gewachsen ist. Also das, was heute Siemens in Spandau ist, das war früher vor den Toren der Stadt, also eigentlich Brandenburg. Insofern war es sinnvoll, unseren Sprengel nicht auf ein Bundesland zu beschränken. Wir leisten unseren Beitrag zum kulturellen Gedächtnis, indem wir die Quellen der Wirtschaft sichern. Und ich werde Ihnen gleich noch ein paar Quellen vorstellen, damit Ihnen auch klar ist, warum wir glauben, dass das auch Kultur ist, auch wenn Wirtschaft manchmal so eine Art Kulturverhinderer zu sein scheint, insbesondere wenn Menschen durch zu harte Arbeit davon abgehalten werden, kulturell schaffend tätig zu werden. Wir agieren insbesondere aber auch als Rettungsstellen für solche Unternehmen, die nicht mehr existieren. Also wir beraten einerseits Unternehmen dabei, sich ihres Gedächtnisses anzunehmen und die Akte wirklich ins Archiv zu legen. Auf der anderen Seite übernehmen wir das Schriftgut der untergehenden Unternehmen. Da gibt es zahlreiche, Telefunken und dergleichen. Da gibt es eine kleine Konkurrenz zu den Technikmuseen, aber nichtsdestotrotz sind diese Quellen immer von der Vernichtung bedroht. Die Wirtschaftsgeschichte ist extrem vielfältig. Hier habe ich Beispiele aus der Finanz- und Regionalgeschichte. Die Finanzgeschichte befasst sich nicht nur mit Banken, sondern auch damit, wie Kapital eigentlich Unternehmungen organisiert. Wenn wir über Krisen sprechen, sprechen wir über Krisenkonjunkturen. Das alles lässt sich in Quellen ablesen. Unternehmen, hier haben wir drei große, die Berlin betreffen. In der Mitte Siemens oben, daneben Ullstein, unten links Borsig. Die prägen durch ihr Handeln ihre Region und wirken auch identitätsstiftend bis hin zu der Benennung von ganzen Stadtteilen wie Borsigwald oder Siemensstadt. Die Wirtschaft ist immer auch ein Teil der Gesellschaft
Und insofern bildet sie in ihren Teilbereichen auch die Teilbereiche der Wirtschaft ab, der Geschichte ab. Insbesondere Sozial- und Alltagsgeschichte hat sehr viel prekäre Quellen, die nicht einfach sind zu sammeln. Ich liebe Fotos. Wir haben im Holzmann-Archiv auch viele Fotos von Leuten, die arbeiten. Und ich finde ganz auffällig, dass die arbeitenden Personen in der oberen Leiste viel attraktiver sind als die arbeitende Person unten links. Aber auch das ist Arbeit und das sind auch Quellen, die deutlich machen, wie Arbeit sich gewandelt hat, wie die Wirtschaft und die Arbeit unsere Lebenssituation verändert und unseren Alltag bestimmt, bis hin zu der Frage, was kaufen wir eigentlich, Konsumgeschichte, wie wird es beworben? Hier ist die Wirtschaft auch Auftraggeber für die Produktion von ansprechender Werbung. Unten rechts zum Beispiel Mondamin, damals noch am Kurfürstendamm gelegen. Und bis hin zu der Tatsache, dass es Freizeit ja erst gibt, seitdem es geregelte Arbeitszeiten gibt. Vorher gab es keine Freizeit. Sie musste also auch nicht organisiert werden. Es war trotzdem kein besserer Zustand. Sehr interessant ist der Bereich der Technik, Umwelt- und Verkehrsgeschichte. Hier zeigt sich, dass technische Neuerungen unser Leben fundamental verändern, beginnend bei der Eisenbahn, die der Motor der Industrialisierung gewesen ist, bis hin zum Automobil oder jetzt ganz aktuell der 3D-Drucker. Ich bin überzeugt davon, dass der eine Wende in unser aller Alltagsleben einleiten wird und ich hoffe, dass ich so lange im Berufsleben bin, dass ich das auch noch historisieren kann. Produktgeschichte, Markengeschichte beim Automobil beispielsweise, oder denken Sie an die Antibabypille, die die Gesellschaft fundamental verändert hat, privatwirtschaftlich entwickelt und auf den Markt gebracht in Deutschland von Schering. Umweltschutz bis hin zur Landschaftsgestaltung. Wenn Sie Bergbaufolgelandschaften kennen, dann wissen Sie, wie aus einem Sumpf eine Landschaft entsteht, die für das städtische Auge gefällig wirkt. Es ist aber eine Kulturlandschaft, die es vorher so nicht gegeben hat. Und Infrastrukturgeschichte schließlich, Kanäle, Straßen, Brücken, die allgemeine Frage der Mobilität. Der Kulturbegriff, den will ich jetzt gar nicht definieren, der ist vielschichtig und in der Wirtschaft wird ja sowieso alles immer so angefasst, wie es gerade passt. Die Ökonomisierung des Alltags führt womöglich auch zur Ökonomisierung des Kulturbegriffes. Ich will deutlich machen, dass wir immerhin von Unternehmenskultur sprechen, wo in den Konzernen auch das innerhalb der Internationalisierung eines Konzerns in der Abgrenzung zu anderen Unternehmenskulturen deutlich wird, was dort gelebt wird. Und das allerwichtigste und aktuellste Thema für uns Wirtschaftsarchivare ist das Thema Industriekultur. Auf Englisch sagt man Industrial Heritage, das finde ich viel ehrlicher, weil der Industriekulturbegriff eigentlich aus der Frage kommt, wie gestaltet sich eigentlich Arbeiten in einem Industriebetrieb. Heutzutage wird das eher verstanden als die architektonischen Zeugen der Zeit der Industrialisierung und die Frage, wie die nachgenutzt werden, häufig als Kulturobjekte, die kann man beschauen in der Route der Industriekultur im Ruhrgebiet, aber auch in Berlin gibt es zahlreiche Beispiele der Industriekultur. Hier tritt die Wirtschaft ebenfalls als Auftraggeber auf, und zwar indem sie ihre Vorstellungen in Architektur gießen lässt. Und das ist jetzt der Brückenschlag, gut gemachter Szenenwechsel, der Brückenschlag zum Holzmann-Archiv. Das ist die Nordbrücke über die Elbe in Magdeburg, 1930 errichtet. Holzmann ist ja nicht nur ein Zeuge der Industriegeschichte, der Baugeschichte, sondern hat sie ja selbst auch mit errichtet. Jetzt kurz zum Philipp Holzmann Konzern, gegründet 1849, 1853 nach Frankfurt am Main gewechselt, dort groß geworden, international erst auffällig seit dem Bau der Bagdadbahn 1906 bis 1908, war zeitweilig der größte deutsche, manche sagen europäische, manchmal sogar der größte Baukonzern der Welt, hatte in den 90er Jahren 40.000 Mitarbeiter und meldete 2002 Insolvenz an, die dann 2005 auch umgesetzt wurde. Teil des Holzmann-Konzerns ist das Holzmann-Bildarchiv. Das ist eigentlich die Abteilung Technische Werbung, die zur Baudokumentation der Holzmann-Bauprojekte angelegt wurde und zur Bebilderung der Hauszeitschrift des Holzmann-Konzerns.
Die eigentliche Unternehmensüberlieferung, also das Schriftgut, das vagierte ein wenig, ist nach der Insolvenz in Teilen übernommen worden durch das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt am Main. In Teilen ist es verloren. Und das ist ein Schicksal, was sehr vielen Überlieferungen von Unternehmen widerfährt. Das ist hier am Holzmann-Konzern auch nachzuvollziehen. Und es ist bedauerlich, wie wir später sehen, weil einige Fotos kaum noch erklärlich sind. Also beispielsweise Fritz Werner AG in Berlin hatte Zehntausende von Arbeitern und es gibt heute keine Akte mehr. Also die Größe eines Unternehmens sagt überhaupt nichts darüber aus, was davon übrig bleibt. Aus dieser Insolvenzmasse des Holzmann-Konzerns wurde diese Abteilung technische Werbung herausgelöst. Man versuchte, eine Bildagentur damit aufzuziehen. Dieser Versuch scheiterte. Unterschiedliche Museen und Archive wurden angefragt, ob sie das Bildarchiv übernehmen wollten. Alle winkten ab, sodass der Abteilungsleiter, der mit der Agenturgründung gescheitert ist, sich an den Hauptverband der deutschen Bauindustrie gewendet hat. Und dieser Hauptverband ist dann tatsächlich hat die Eigentumsnachfolge dieses Bestandes angetreten und die Fotos übernommen. Sie lagen dann 12 Jahre in diesem Raum, U107, und es war klar, dass wir haben ab 2011 mit dem Hauptverband gesprochen, dass dieser Bestand aus diese Fotosammlung aus diesem Raum heraus musste. Der Fotobestand selbst, der gliedert sich in 4 größere Bereiche. Das sind einmal 35.000 alte Abzüge, also mindestens, das sind alles Schätzzahlen, die jetzt erst im Laufe der Digitalisierung ganz konkret werden können. Also 35.000 bis vielleicht 60.000 Schwarz-Weiß-Abzüge vor 1970, dann 250.000 mindestens Mittelformat-Negative und Positive, 10.000 eingeklebte Farbfotos, sogenannte Länderakten, und mindestens 30.000 gerahmte Dias. Dieser Fotobestand bildet die gesamte Bautätigkeit des Holzmann-Konzerns ab, weltweit, also beginnend in Deutschland, aber dann zum Schluss auch in weltweiten Projekten. Die Fotos sind von 1896 und reichen bis ins Jahr 2002. Ich habe jetzt hier 6 willkürliche Beispiele. Oben links ist der Bau der Berliner U-Bahn. In der Mitte sehen Sie die Ford-Fabrik in Köln. Rechts den Bau der Autobahn nach Schwerin. Unten links die Kongresshalle in Nürnberg als Teil des Parteitagsgeländes. In der Mitte die Autobahnbrücke bei Elstertalbrücke bei Pirk, die 1938 bis 1940 angefangen wurde und als Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 1990 abgeschlossen worden ist. Und heute heißt sie A72. Und unten rechts ist eine Kanalerweiterung im Winter in den Alpen bei Garmisch-Partenkirchen. Es sind Eisenbahnbauten in Afrika, hier vor allem auch in ehemaligen deutschen Kolonien oder zum Teil noch in aktuell 1917 und danach in ehemaligen Kolonien, Krankenhäuser in Universitäten, zum Beispiel im Irak, Iran und in Indien, Brücken in Südamerika, auf dem Balkan, in Deutschland, Staudämme auch in Südamerika und in den Alpen, jede Menge U-Bahnen in Frankfurt, Berlin und Buenos Aires, dann sehr viele Bauten der Nazis, zum Beispiel die Kongresshalle in Nürnberg oder auch Karin Hall, das ist die Jagdhütte, kann man nicht sagen, dass die Latifundien von Reichsjagdmeister Hermann Göring, dessen Baustellenbesuch auch Teil dieser Fotodokumentation ist, dann Kanalbauten, zum Beispiel den Mittellandkanal oder auch Tunnel, zum Beispiel der Elbtunnel. So, wir haben dieses Archiv, dann diese Sammlung, das Bildarchiv der Holzmann AG 2017 übernommen und haben gemeinsam mit dem Hauptverband der Bauindustrie die Ziele für dieses Projekt definiert, und der Wunsch und die Bedingung für die Übernahme des, durch den Hauptverband war, dass dieser Bestand online zugänglich sein soll. Also es war klar, dass wir ein Digitalisierungsprojekt unternehmen mussten. Zum Zweiten gab es seit 2011 ein Projekt der Fachhochschule Potsdam, und zwar hier der Abteilung Bauingenieure, die einzelne Bauvorhaben untersucht haben. Das sollte fortgesetzt werden, und deren Projekt-Homepage haben wir jetzt übernommen. Dies auch die Homepage, auf die Sie stoßen, wenn Sie Holzmann-Bildarchiv
googeln. Jetzt ist es unserer Seite, aber das ist die Präsentationsplattform gewesen, wie sie vorher genutzt wurde. Uns interessiert natürlich die fachgerechte Lagerung und die Bestandserhaltung. Und es ging auch um die Frage, was passiert mit diesem Archiv, wenn sich jetzt nicht jemand darum kümmert. Und der Bauhauptverband war durchaus gewillt, den wegzugeben. Und wir fanden, er sollte in Berlin bleiben, weil der Hauptverband als Eigentümer jetzt in Berlin sitzt und darum unser Sprengel zuständig ist. Das heißt, das war ebenfalls Ziel, den Bestand hier zu behalten. Mit anderen Worten, wir wollen den vollständigen, alle Fotos digitalisieren und nach Möglichkeit für jedermann sichtbar machen und damit recherchierbar. Der Zugang ist für die private, nicht kommerzielle Nutzung kostenfrei und ubiquitär. Die Digitalisierung ist für so ein kleines Haus, wie wir das sind, eine extrem große Herausforderung. Wir haben gerade in den Vorträgen der Digis auch gehört, dass viele kleinere Archive an die Digis herantreten, was Beratung betrifft, und dann fehlen da Infrastrukturen. Also wir haben zum Beispiel keine IT-Abteilung. Ich habe noch 5 Minuten. Das ist gut. Das mussten wir also alles einrichten. Das haben wir auch getan. Wir haben uns da beraten lassen von privater Hand, um die technischen Voraussetzungen für das Projekt zu schaffen. Wir haben es finanziert, indem wir Politiker und Abgeordnete überzeugen konnten, aus dem Denkmalhaushalt des Landes Berlin ein bisschen Geld abzuzwacken. Das heißt, wir haben jetzt eine Projektförderung für 2 Jahre, in der wir die Papierfotos und die Mittelformatnegative digitalisieren lassen. Das ist extrem herausfordernd und das geht nur, weil wir uns entschlossen haben, bei der Digitalisierung ein paar Abstriche vorzunehmen und weil wir einen Projektpartner gefunden haben, nämlich eine Werkstatt, die in der Lage ist, sehr viel mehr Manpower einzusetzen, als ein privater Dienstleister es könnte. Diese Werkstatt, es sind keine Behinderten, das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, das heißt, die standen vorher im Berufsleben, hatten dann beispielsweise ein Burnout oder ein anderes Problem und arbeiten deshalb im geschützten Raum. Und wir haben mit dieser Werkstatt und gemeinsam mit privaten Bildarchivaren, die uns da beraten haben, 2 Werkstrecken entwickelt, in der unter anderem auch beim Dienstleister die Dublettenprüfung stattfindet und auch die mechanische Bearbeitung der Fotos, das heißt, die werden von denen auch sachgerecht abgelegt. Digitalisiert werden von den alten Fotos Vorder- und Rückseite und wir können nicht verschlagworten. Wir geben denen die notwendigen Metadaten, Baustelle, also das Objekt, was gebaut wurde, Ort, Land, Jahr, aber die Verschlagwortung können wir nicht leisten. Das ist nach meiner Ansicht vielleicht auch gar nicht notwendig, wenn man wie bei diesem Bild weiß, dass es um den Eisenbahnbau in Persien geht und der Ort Bender Schah ist, dann ist wahrscheinlich unnötig zu wissen, dass es um das Entladen eines Lokomotivkessels nach dem Typ der 1C-Lok gegangen ist. Oder man kann es womöglich in einem Crowdsourcing-Projekt nachtragen. Jeder kann das ja online lesen. Bei den Mittelformat-Positiven und Negativen haben wir uns für das Scannen von Kontaktabzügen entschieden und damit den Scanvorgang auf 1/10 reduziert. Ja, das Ergebnis ist nicht toll, aber für die private Nutzung jederzeit ausreichend. Wer mehr braucht, muss sich sowieso an uns wenden. Hier bei der Beschreibung dieser Fotos merken wir das Fehlen einer Begleitüberlieferung besonders, weil uns häufig nicht mehr bekannt ist als der Name des Projektes, wir aber nicht mehr wissen, was da eigentlich abgebildet ist. Das hier ist das Nordwestzentrum in Frankfurt am Main 1968, aber was da genau geschieht, das wissen wir nicht. Die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltung des Bundes und des Landes hat im Juli 2015 uns aufgefordert, vernetzen Sie sich und erfinden Sie das Rad nicht neu. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben uns mit vielen Stellen beraten und vernetzt und haben mit einigen Projektpartnern dieses Digitalisierungsprojekt aufgenommen. Und die Ergebnisse werden wir dann in die digitale
Bibliothek einspeisen, sodass sie hoffentlich spätestens 2020 alle 300.000 bis 500.000 Fotos auf deutlich weniger Bildern werden sehen können. Die Langzeitarchivierung der Digitalisate übernimmt vorerst das Landesarchiv Berlin. Sie können den Fortschritt auf uns auf dem Blog Holzmann Bildarchiv verfolgen. Ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und mein Wunsch wäre auch, dass kleinere private Initiativen es ein bisschen leichter haben, beraten zu werden in dem Auflegen solcher Digitalisierungsprojekte. Auch wenn wir super Kontakt zu Digis hatten, würde ich mir wünschen, dass das noch besser gehen könnte. Ansonsten warte ich auf Ihre Fragen. Danke.